Wenn ihr am Wochenende in den etwas höheren Lagen der Mittelgebirge oder der Alpen unterwegs seid, könnt ihr tatsächlich mal wieder ein bisschen Schnee sehen. Trotzdem so richtig winterlich wird es nicht. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Wir haben ja im Moment noch sehr milde Luft aus Südwesten vor diesem Sturmtief Wenke. Dahinter strömt dann ab morgen kältere Meeresluft zu uns. Die ist allerdings nicht kalt genug, dass es für Schnee in tieferen Lagen reicht. Oft ist es eben der Regen hier in Blau dargestellt. Schnee vor allem in den Alpen am Freitag häufiger und auch in den Mittelgebirgen, zumindest punktuell in Form einzelner Schauer, sowohl am Samstag als dann auch in den Sonntag hinein. Da ziehen immer wieder Regen- und Schneegebiete von Westen heran und dementsprechend bleibt es vor allem da ziemlich wechselhaft. Nochmal kurz zurück zum Sturm, der in der Nacht auf Freitag teilweise mit Orkanböen an den Küsten über Deutschland hinwegfegt. Am Freitag selber lässt der Wind dann mehr und mehr nach. Es bleibt im Nordwesten doch noch etwas unruhiger. Dort auch im Laufe des Tages mit weiteren, oft Regenschauern. In höheren Lagen sind es einige Schneeschauer. An den Alpen schneit es oberhalb von 800 bis 900 Metern längere Zeit. Und am freundlichsten ist es in einem Streifen von Mecklenburg-Vorpommern bis Baden-Württemberg. Bei höchsten Temperaturen von nur noch 6 bis 12 Grad, was für Ende Februar allerdings auch noch verhältnismäßig mild ist. Am Samstag wird sich an den Temperaturen wenig ändern. Nach wie vor Höchsttemperaturen so um die 7 bis 10, 11 hier in der Lausitz bis zu 12 Grad. Und da haben wir auch weiter freundliches Wetter im Osten Deutschlands. Längere sonnige Phasen auch im Südosten. Nach Westen zu dagegen weiterhin eher wechselnd bewölkt. Einzelne Regen- und im Bergland Schneeschauer. Und am Sonntag sieht es ganz ähnlich aus. Vom Südwesten bis etwa in den Nordwesten regnet es und schneit es dann häufiger. Im Osten und Südosten bleibt es eher trocken und freundlich.